Wer im Lumdatal wohnt, hat es derzeit schwer, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Es gibt zwar eine Bahnstrecke Richtung Lolla, wo man weiter nach Gießen oder Marburg reisen könnte, doch diese Strecke ist stillgelegt. Der Bus nach Gießen braucht derzeit etwa eine Stunde. Der Verein Lumdatal Bahn e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass eben diese Strecke reaktiviert wird. Jetzt wurde ein Gutachten vorgestellt, eine sogenannte NKU, eine Nutzen-Kosten-Untersuchung, und diese ist durchweg positiv. Am Telefon begrüße ich jetzt Manfred Lotz vom Verein Lumdatal Bahn e.V. Ich grüße dich. Ich grüße auch die Hörer von Radio Unerhört. Was wurde denn da vor rund 2 Wochen groß vorgestellt? Vor rund 2 Wochen wurde ein verändertes Gutachten vorgestellt, welches einer NKU, also einer Nutzen-Kosten-Untersuchung, vorangegangen war, die recht negativ war und mit dieser NKU keine Reaktivierung möglich gewesen wäre. Das heißt, also man hat nachgebessert nach den neuesten Möglichkeiten, die es jetzt gibt, wo man also den ländlichen Raum berücksichtigt hat und das alles, was jetzt mit Umweltschutz, den Dieselskandalen mit eingerechnet, also diese Emissions- und Abgas-Werte, die man jetzt mit in die Waagschale werfen konnte. Und dieses Gutachten hat einen guten Wert, sodass also einer Reaktivierung nichts im Wege steht. Die Reaktivierung würde wahrscheinlich mehrere Millionen Euro kosten, aber dennoch lohnt sich das alles. Die Reaktivierung laut Gutachten beträgt insgesamt 11 Millionen Euro. Und wenn man unsere ländliche Struktur im Lumdatal sieht, von der Rabenau über Allendorf nach Stauffenberg, Stauffenberg eingeschlossen lediglich der Stadtteil Dreis, lohnt es sich für die älteren Bürger und auch für jüngere Bürger, die nicht nur aus dem Lumdatal rausfahren, sondern auch wieder ins Lumdatal zurück können. Das heißt, wir erwarten durch diese Maßnahme Zuwachs an der Bevölkerung statt Abwanderung bzw. dieser demografische Wandel, der uns prognostiziert, dass wir viele Leute verlieren im Lumdatal. Wie geht's denn weiter? Passiert da jetzt schon was? Laufen da jetzt erste Dinge an, dass da eine Reaktivierung beginnt? Oder? Die ersten Dinge laufen an. Das heißt, die Landrätin ist jetzt, wenn ich jetzt sage, in der Pflicht, ist es ein bisschen hochgegriffen, aber die Landrätin ist jetzt dabei, die Kommunalpolitik in diesen Ortschaften dazu zu gewinnen, um ihnen auch das vorzustellen, wie der weitere Ablauf ist. Das heißt, sie tut sich auch in Wiesbaden mit der Landesregierung bzw. mit dem Wirtschaftsministerium auseinandersetzen, um die 11 Millionen, die für Strecke und für die Bahnsteige sind, mit der Bezuschussung, wie viel wird das Wirtschaftsministerium zur Verfügung stellen, wie viel müssen die Gemeinden zur Verfügung stellen und welche Möglichkeiten haben die Gemeinde aufgrund der Projekte, die sie abhandeln müssen, wie viel Zuschuss durch, da gibt es also Fördergelder, wie viel Fördergelder da requiriert werden können. Parallel dazu laufen die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über die Strecke. Und wie es aussieht, wird die Deutsche Bahn die Strecke nicht bewirtschaften, beziehungsweise sie wird sie abgeben und der Landkreis wird mit einem Infrastrukturunternehmer über diese Strecke verhandeln. Es zeichnet sich ab, dass die Deutsche Regionaleisenbahn mit Sitz in Berlin die Strecke übernehmen wird, da unser Verein im Januar dem Deutschen Bahnkundenverband eingetreten ist. Und dieser Verband hat einen Verein, das ist nämlich die Deutsche Regionaleisenbahn, als Infrastrukturunternehmen, die sich solche Projekte annehmen. Aber das bezieht sich ja jetzt auch nur auf die Infrastruktur, also Instandhaltung der Gleise und der Bahnsteige. Wer nachher letztendlich drauf fahren wird, wird natürlich an ganz anderer Stelle entschieden. Das wird anders entschieden, jawohl. Es muss also ein dieselbetriebenes Unternehmen sein, also Fahrzeuge sein von Unternehmen wie zum Beispiel die HLB. Das ist korrekt. Das heißt, wir können zusammenfassen,
Eine Kosten-Nutzen-Kalkulation hat ergeben, die Lumdatalbahn ist reaktivierbar. Das Ganze würde sich rechnen mit einem Einstundentakt und einem dieselbetriebenen Fahrzeug, was dann bis Gießen weiterfahren soll. So ist es. Und die Fahrzeit beträgt 25 Minuten ab Londorf, Rabenau-Londorf. Und mit dem Bus fährt man von Rabenau-Londorf genau eine Stunde. Ab wann kann man denn damit rechnen, dass im Lumdatal wieder Züge fahren? Seitens des Gutachts bzw. seitens des Wirtschaftsministeriums bzw. des RMVs ab 22 bis 23. Und das ist realistisch, wobei die Hoffnung im Lumdatal eigentlich auf eine kürzere Frequenz liegt. Das heißt also vielleicht ab 20, 21, aber das wird wahrscheinlich daran hängen, wie der Fahrplan gestrickt wird. Und das hängt jetzt alles von Wiesbaden ab, wie schnell die da Verfahren einleiten? Wiesbaden lässt ja das Gutachten, was jetzt vorgestellt wurde, nochmal durch ihre Fachbehörde überprüfen, um sicher zu sein, dass es auch so standhält. Und wenn vom RMV die Möglichkeit besteht, diesen Fahrplan zu stricken, dann bin ich guter Hoffnung. Kann man damit sagen, euer Vereinsziel ist erreicht worden? Unser Vereinsziel ist zu 100% im ersten Takt erreicht. Der zweite Takt ist jetzt die zeitliche Vorgabe, wo man die Bürger im Lumdatal davon überzeugt, dass es für sie eine gute Sache ist, dass die Bürger und die Politik in den einzelnen Gemeinden und Städten davon überzeugt sind, dass es für sie eine Wertschöpfung ist. Wenn die Leute erstmal sehen, da fahren Züge, dann werden sie die auch benutzen. Die Tendenz ist sehr steigend in der Nutzung. Das sieht man bei jeder Reaktivierung. Und ich habe vernommen, dass also Frankenberg-Korbach auch jetzt der stündliche Takt am Sonntag stattfindet. Das heißt also, da tut sich ja auch einiges. Dann danke ich dir, Manfred Lotz vom Verein Lumdatalbahn e.V. für dieses Interview. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich darüber berichten durfte. Vielen Dank.